Freunde der Sonne, es ist wieder Zeit für eine neue Runde Dupes und ich habe wieder keine Kosten und Mühen gescheut, um euch die spektakulärsten Produktalternativen zu teuren Produkten rauszusuchen. Und ich glaube, hier sind das ein oder andere Schätzchen dabei, was ihr vielleicht noch nicht kennt. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr hattet alle ein wunderschönes Wochenende. Falls nicht, hoffe ich, dass diese Woche für euch besser wird. Ich fall gleich mit der Tür ins Haus. Wir haben viel zu tun und einen kleinen Hinweis. Eine Seite meines Gesichtes ist mit den High-End-Make-up-Produkten geschminkt und eine Seite mit den günstigen. Schreibt mir also unbedingt in die Kommentare, welche Seite ihr glaubt, ist die teure und welche Seite ist die günstigere. Und ich löse das Ganze am Ende für euch auf. Lasst euch nicht verunsichern, ich habe immer noch ein bisschen Besuch. Ich habe gedacht, heute machen wir keine Fake-Crackles mit dazu. Ist einfach ein bisschen zu viel. Aber wir starten so ein bisschen mit Skincare, denn dort hat Isana wirklich. Das schon, ne? Also die haben schon rausgehauen, muss man schon sagen. Deswegen dachte ich mir, zeige ich euch einfach mal kurz, was ich gefunden habe. Und zwar einmal das hier. Das ist das Isana Ölserum. Beruhigend, intensiv regenerierend mit Maracuja-Extrakt und Provitamin B5. Das ist so ein Öl in Serum. Sehr, 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 sehr schön. Nicht zu ölig, funktioniert auch wunderbar unter Make-up. Aber ist eine super, super gute Alternative zu dem L'Occitane Immortelle Reset Reset Serum. Das ist jetzt die Augenpflege. Ich habe die Originalgröße fürs Gesicht nicht mehr. Ich habe sie aufgebraucht, mochte ich sehr, sehr gerne. Hätte ich mir auch wieder nachgekauft, bin ich ehrlich mit euch, weil es sehr beruhigend war und die Haut fühlte sich richtig schön plump an. Das ist eine sehr, 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 sehr gute Alternative. Liegt, glaube ich, bei 5,99 €. Isana hat für die Skincare, glaube ich, 1 € mehr mittlerweile drin. Muss ich dazu sagen, ist völlig in Ordnung. Die Sachen sind so gut. Ich habe jetzt einige auch aus der neuen Skincare-Serienreihe, die ihr ja neulich schon gesehen habt. Ich glaube, am Freitag regelmäßig benutzt und liebe die. Wir haben eine Creme. Und da bin ich mal so ein bisschen gespannt auf eure Meinung. Und zwar wisst ihr, dass ich neulich per Zufall die Hypersense Pink Power Cream von No Cosmetics gefunden habe. Mag ich sehr, 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 sehr gerne. Ich meine, dass ich einen Effekt sehe, dass die Haut nicht mehr so gerötet ist, die Farbe der Haut so ein bisschen ausgeglichen ist. Das einzige Problem, was ich mit dieser Creme habe, ist, dass sie Würstchen bildet. Egal, was ich tue, auch wenn ich nichts drunter habe, vielleicht nehme ich einfach zu viel, bildet sie Würstchen, ist für mich abends nicht so schlimm. Ich fasse dann abends einfach mein Gesicht nicht mehr an und ich mache meistens meine Skincare nicht kurz vorm Schlafen gehen, sondern viele, viele Stunden vorher. Also meistens ist dann bei mir so ab 16 Uhr Feierabend, da schminke ich mich ab, mache meine Skincare und dann, bis ich ins Bett gehe, sind knapp noch 5 Stunden Zeit. Da hat die Pflege ein bisschen was zu tun. Mag ich sehr, 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 sehr gerne. Isana hat jetzt aber, ich finde, sie haben schon so einen kleinen Dupe-Move gemacht Richtung No Cosmetics und haben die Isana Ceramide-Creme rausgebracht. Hat Ceramide und 3% Panthenol. Was hier nicht draufsteht, was aber online zu sehen ist, ist, dass sie in die Rubin mit drin haben. Und das haben sie hier auch. In die Rubin ist wirklich dafür, dass es dieses Beruhigende und dieses Entrötende mit drin hat. Beide haben eine ähnliche Farbe. Die Textur ist anders. Die ist cremiger. Die ist eher ein bisschen matter. Trotzdem, ich muss dazu sagen, ich bin ein riesengroßer No Cosmetics Fan. Und auch die Preise sind für das, was die Produkte tun, okay. Aber wenn man sich erstmal so ein bisschen rantesten möchte an eine, wie sage ich das, eine sehr umfangreiche Skincare-Routine, dann kann man auch gut mit den Isana-Produkten starten. Einfach um zu schauen, vertrage ich das überhaupt? Komme ich mit dieser Vielzahl an verschiedenen Serien wirklich zurecht? Und dann kann ich irgendwann sukzessive aufsteigen zu beispielsweise No Cosmetics. Ich bin kein Fan von High-High-End-Skincare-Produkten. Es gibt ein paar Produkte, die ich sehr, sehr gerne mag. Beispielsweise Live Plankton oder das Genifique Serum. Aber das benutze ich auch nicht jeden Tag, sondern vielleicht alle 2 Tage, weil es einfach so teuer ist. Also wenn man sich so ein bisschen rantasten möchte, sind die Produkte gut. Sieht auch optisch natürlich schon sehr, sehr ähnlich aus. Genauso wie das hier. Ich finde, ich habe keine Ahnung, die Isana-Version hingepackt habe in irgendeine Schublade. Und trust me, wir haben viele Schubladen hier. AHA, PHA Cleanser, sehr, 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 sehr gut. Also ich muss dazu sagen, ich weiß, es wirkt immer so ein bisschen doof, wenn ich das sage. Ich habe ja schon, abgesehen von. Schreibt mal Namensvorschläge in die Kommentare. Eine gute Haut. Muss ich sagen, ich mache aber auch viel dafür und habe eine gute Haut. Aber seitdem ich, so jetzt seit knapp 5 Wochen, 6 Wochen, vielleicht sogar 2 Monate, mich ein bisschen mehr mit was kann ich wie benutzen und was hat was für einen Effekt, meine ich, dass ich ungeschminkt einen besseren Zustand habe der Haut. Gleichmäßiger. Ich hatte immer starke Rötungen auf der Haut. Ich hatte immer so eine
unruhige Haut und ich glaube, das ist mittlerweile gut zurückgegangen. Das ist ein sehr, sehr gutes Produkt. Vorsichtig benutzen, langsam anfangen. Schäumt gut, habe ich meistens in der Dusche. Das Isana-Produkt ist auch eine gute Alternative. Wie gesagt, ich liebe No Cosmetics und ich möchte. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem. Das muss ich jetzt einmal kurz sagen. Ansage. Ich liebe Dupes. Und Dupes heißt für mich nicht, dass ich sage, hört auf, die teurere Version zu kaufen, sondern meine Aufgabe ist es so ein bisschen euch zu zeigen, was gibt es als Alternative, um vielleicht auch einzusteigen. Gerade bei Skincare, klar, die Konzentrierungen und die Effekte von den günstigeren Produkten sind meistens nicht so hoch wie die teureren. Aber wenn man, ich meine, ich bin selbst, das ist mein Job hier und ich bin selbst überfordert mit der Vielzahl an Pflege und dies und das und jenes. Und man fühlt sich auch so ein bisschen dahin gebracht, dass man einfach mal was ausprobiert oder neue Sachen ausprobiert und die 20-Step-Skincare-Routine hat. Mein Vater benutzt seit 45 Jahren Nivea-Creme im Gesicht und ist trotzdem fein damit, ne? Also muss man auch mal dazu gesagt haben. Aber wenn man langsam sich ranführen oder rantasten möchte, kann man auch gut mit den günstigeren Produkten starten. Wenn man dann sagt, ey, weiß ich nicht, das Maracuja-Ding hat mir so gut gefallen, ich probiere jetzt mal die teure Alternative, kann man das gut machen. Also ganz, ganz wichtig, das war eher ein Statement für die Brands, damit ich nicht wieder irgendwann eine böse Nachricht bekomme. Okay, sehr, sehr gutes Produkt. Ich hüpfe einmal kurz zum Make-up und wollte euch hier noch einmal etwas zeigen, was ihr schon kennt. Ich nehme es immer wieder gerne mit rein. Den Whipped Cream Primer von Rival L'Asmi war vormals in meiner ersten Kollektion. Ist eine gute Alternative. Ne? Ihr kennt meine Dupe-Regeln. Bei mir geht es bei Dupes immer eher so ein bisschen um den optischen Effekt, gerade was Make-up angeht. Nicht unbedingt, was die Inhaltsstoffe angeht oder was die Konzentration von Wirkstoffen in Make-up angeht, sondern wie sieht es im Alltag aus? Und ganz, ganz praktisch gesehen, wenn ich ein Produkt trage, oder wenn ich jetzt in dem Fall zwei verschiedene Produkte trage, siehst du einen Unterschied. Na? Siehst du hier nicht? Magic Cream und Whipped Cream Primer. Sehr, 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 sehr gute Produkte. Beide recht reichhaltig. Beide hinterlassen ein schönes, sattes, gepflegtes Gefühl. Ich nehme hier einmal die Magic Cream. Der Whipped Cream Primer ist ein bisschen cremiger. Die Magic Cream ist ein bisschen dicker. Der Whipped Cream Primer ist ein bisschen dicker. Beide trotzdem schönes Feeling unter Make-up. Die Magic Cream hat ein bisschen Lichtschutzfaktor mit drin. Hat jetzt nicht so einen großen Effekt. Aber es sind beides Produkte, auf die ich schwöre, wenn ich wirklich ein sehr, sehr langanhaltendes Make-up haben möchte. Wir haben ein Concealer. Und zwar habt ihr das Video mit Sicherheit alle gesehen, mein Namenvideo. Und mir sind zwei verschiedene Produkte dazu eingefallen. Das ist der Pro Shaping Concealer von NARM. Hat 6 ml mit drin. Ein sehr, 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 sehr großes Füßchen. Und ist sehr, sehr deckend. Sehr deckend. Als Alternative dazu hätte ich einmal den den Anastasia Beverly Hills Magic Touch Concealer. Wir reden jetzt nicht über die Farben, die sind komplett unterschiedlich. Oder den Tarte Shape Tape. Es erinnerte mich auch so ein bisschen an den Kosas Concealer. Im Prinzip fast jeden deckenden Concealer, den es aktuell gerade auf dem Markt gibt. Ich finde aber vom Setting her, wenn der NARM Concealer runtertrocknet, ist er sehr ähnlich zu dem Magic Concealer von Anastasia Beverly Hills. Beide fixieren sich ein bisschen selbst, werden ein bisschen pudriger und hinterlassen nicht so ein glowy Finish. Sehr, 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 sehr guter Concealer. Ich wollte demnächst eh nochmal bei Rossmann online bestellen. Dann kaufe ich auch nochmal ein paar weitere NARM Produkte ein, weil mir die Marke so, so gut gefallen hat. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, ich verlinke euch das einmal hier in der Ecke. Da könnt ihr gerne mal raufklicken. Es poppt irgendwann auf. Ist ein bisschen doof mittlerweile bei YouTube, dass es nicht die ganze Zeit da ist, sondern es poppt einmal auf und dann ist es weg. Ansonsten einen Shot auf meinem Kanal, gebt einfach Maximum Giacomo NARM ein und dann findet ihr das Video. Ein Produkt, was ich euch gerne nochmal mit zeigen würde, ist einmal das Airbrush Flawless Setting Spray von Charlotte Tilbury und Tatsache mein eigenes, die im Finish her sehr ähnlich sind. Dupe ist sehr, sehr glowy Finish, fixiert das Make-up sehr, sehr gut, haben wirklich einen langanhaltenden Effekt. Hier ist der Sprühnebel ein bisschen anders, hier ist der Duft ein bisschen anders. Also, sie sind nicht eins zu eins identisch, aber vom Finish her, vom Dry-Down her, wenn es runtergetrocknet ist, beide wunder, wundervoll. Trage ich auch gerne zwischendrin einmal beide, also mittlerweile halt das hier, ne? Jetzt ist es ja da. Aber habe ich die ganze Zeit immer benutzt und das ist eine gute, gute Alternative hierzu, wenn man wirklich sehr, sehr günstig sein möchte. Die Kollektion wird immer wieder aufgestockt. Ich weiß, dass viele denken, dass es das nicht wird, weil viele die Theke vielleicht noch nicht haben. Freunde, ich
sitze ja an der Quelle mit Rossmann und Rossmann hat mir versichert, dass die Filialen nochmal ein bisschen Nachschub kriegen. Schauen wir uns einmal meine Lippen an und da könnt ihr sehen, dass das Ganze ziemlich, ziemlich schön aussieht und vor allen Dingen ziemlich gleich. Und da habe ich zufälligerweise, ich war nämlich neulich bei Rossmann und habe ein paar Lippenstifte gekauft, einfach um mal zu schauen, was gibt es gerade an Farben, was fehlt vielleicht in der Drogerie. Und ich habe von Rival de Loupe den Hyaluron Soft Matte Lipstick gefunden. Das ist aus dieser neuen Lippenstiftreihe, gibt es einmal in Glowy, glaube ich, und einmal in Matt. Und die 10 ist ein wunderschöner Ton. Erinnert mich aber doch ziemlich gut an den Pillow Talk-Kollegen hier. Sind sich beide sehr, sehr ähnlich. Der eine ist ein ganz kleines Stückchen dunkler. Erinnert mich, ich habe ihn leider nicht da, sonst hätte ich den nochmal mit dazu gepackt. Pillow Talk 2. Pillow Talk 2 ist noch ein Stückchen dunkler. Würde ich schon fast dazu eher als Dupe bezeichnen. Sie sind aber vom Finish her und von der Farbe her sehr, 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 sehr ähnlich. Ich finde, in der Kamera wirkt es jetzt nochmal ein bisschen anders als im Alltag, wenn ich es hier vor mir halte. Dann macht das keinen großen Unterschied. Also Pillow Talk 2 würde ich eher sagen. Aber Pillow Talk 2 ist halt einfach auch nur dunkler, hat denselben Farbunterschied. Kostet 2,99 €, sieht wundervoll auf den Lippen aus. Und hält sehr, sehr lange. Dann habe ich noch etwas gefunden, was ich euch gerne mit auf den Weg geben würde. Falls ihr Babyhaare habt. Meine Babyhaare sind im Alter ausgefallen. Ja, kann auch mal passieren. Aber Isana hat einen Babyhaar-Styling-Stick rausgebracht. Riecht sehr, 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 sehr gut. Kann ich mir auch gut für die Augenbrauen vorstellen. Und ist eine gute Alternative zu dem von Gatsby. Trocknet gut runter. Manchmal mache ich das hier im Bart Tatsache, um den so ein bisschen zu formen. Oder halt durch die Augenbrauen. Sehr, 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 sehr gutes Produkt. Ab und zu habe ich hier vorne so ein kleines Haar. Da gehe ich dann hier ran und klebe das dann hier wieder fest. Es ist recht flüssig. Es braucht einen Moment, bis es runtertrocknet. Aber dann hält das Ganze auch. Also wenn ihr wirklich Probleme oder, was heißt Probleme? Wenn ihr eure Babyhaare so ein bisschen in die richtige Form bringen wollt, ist das ein sehr, 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 sehr gutes Produkt. Ansonsten auch gut für die Augenbrauen gemacht. Oder falls ihr oder eure Jungs einen Bart haben. Große Empfehlung. Und zu guter Letzt habe ich noch ein Dupe, was glaube ich gerade völlig viral geht, überall. Und ich habe es jetzt auch getestet und ich muss sagen, es ist schon ein Game Changer. Catrice hat den Soft Glam Filter Fluid rausgebracht, ein Glow Booster. Ich habe ihn leider nur in 2 Farben jetzt da. Es gibt ihn glaube ich in mehreren. In der Drogerie waren jetzt nur 2 da. Ah. Na, das ist so ein bisschen das. Ich liebe Charlotte Tilbury, wirklich. Ich liebe Charlotte Tilbury, aber irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen. Klar, es gab viele Nachahmer von dem Hollywood Flawless Filter. Immer noch ein gutes Produkt. Aber irgendwann ist der Punkt gekommen, da sind die Alternativen besser als das Originalprodukt. Und der Soft Glam Filter ist ein absoluter Game Changer für die Haut. Super, super sheer. Also ganz leicht. Du erkennst keinen einzigen Schimmerpartikel. Und was ich damit mache, ich nehme das, mache mir das auf die Hand, mische mir ein bisschen Foundation rein und habe einfach eine super glowy Foundation, die aber dadurch, dass du, also du kannst nicht einen einzigen Glitzerpartikel damit wahrnehmen, ne? Nicht einen einzigen. Es ist einfach nur wie so ein Perlmutt-Effekt. Ganz, 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 ganz toll. Sehr schön auf der Haut. Hat eine ganz leichte Deckkraft. Reicht im Moment für mich aus, wenn ich mir ein bisschen Concealer oder ein bisschen Foundation mit reingemischt habe. Sehr, 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 sehr gut. Phänomenales Produkt. Ich brauche ihn definitiv noch in anderen Farben, um damit dann Highlighting und Contouring auch noch zu machen. Und dann ist das absolut ein Game Changer für dieses Jahr gewesen. Und das sind die aktuellen spannenden Drogerie-Dupes, die es so gibt. Ich bin gespannt. Vielleicht habt ihr ja noch das ein oder andere Produkt gefunden. Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und hier kommt auch die Auflösung, welche Seite High-End und Drogerie war. Das ist die High-End-Seite und das ist die Drogerie-Seite. Freunde, ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Abonniert unbedingt den Kanal und lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf, fühlt euch geküsst. Bis zum nächsten Mal.